So, Freunde, Bäumler grillt, ihr seid eine Familie von Karnivoren und die Vegetarier kommen zu Gast. Was könnt ihr also tun? Hier sind die Top 3 der Grillgemüse, angefangen mit der Aubergine, die ihr in schöne Scheiben schneiden könnt. Weiter geht's, Freunde, mit dem Paprika. Gibt's als normale Paprika, als Spitzpaprika, gibt's in unterschiedlichen Farben, eignet sich zum Grillen, aber auch zum Füllen mit Käse und anderem Zeug. So, weiter geht's mit der Nummer 3, der Zucchini. Die kann man auch wieder ganz gut in Rädchen schneiden wie die Aubergine oder aber in so schöne lange Scheiben, was auch total toll ist. So, aber Freunde, jetzt wie präpariert ihr das ganze Zeug? Ich empfehle da einfach einen Schuss Olivenöl mit Gewürzen und ein Pinselchen und dann pinselt ihr das Ganze einfach ein, bis es so einen schönen, öligen Glanz gibt und es schmeckt dann nachher mit den Röstaromen hervorragend, glaubt mir. Also, schön einpinseln auf beiden Seiten, damit es auch gut wird, gerne zweimal und dann würde ich mal sagen, ab auf den Grill damit. So, ein bisschen schneller hier, zack, zack. Da kommt da einer nach dem anderen rein auf den schönen Grill hier, zack, wumm. Genau. So, und dann lasst ihr es einfach mal so, würde ich mal sagen, so 2-3 Minuten pro Seite anbraten. Das Öl ergibt schöne Röstaromen und dann schön drehen. Ja, komm her. Gar nicht so einfach bei den Zucchini. Und so sieht's dann aus, Freunde. Huiuiui. Damit macht ihr natürlich Eindruck bei allen Vegetariern. Und so sieht's aus, wenn ihr es vom Grill holt. So, Freunde, bei der Paprika nicht vergessen, das Schwarze, diese äußere Haut ein bisschen abmachen. Das ist dann ganz perfekt. Das war's für diese Woche bei Bäumler Grillt. Ich freue mich über den Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo. Und jetzt guten Appetit, ihr Vegetarier.